Schnelligkeit, Dynamik, geistig, körperlich fit sein. Die Rasse, die Schnelligkeit, das körperbetonte Spiel und der Mannschaftsgeist. So wie im Eishockeysport zählt auch für erfolgreiche Unternehmer neben einem guten Produkt vor allem eines: Geschwindigkeit. Wer schneller auf Kundenwünsche reagieren kann, hat gegenüber der Konkurrenz die Nase vorn. SAP ist der weltweit führende Hersteller für betriebswirtschaftliche Software. SAP-Softwarelösungen für den Mittelstand helfen Unternehmern, schnellere und vor allem bessere Entscheidungen zu treffen. Herr Leitner, Sie sind bei der SAP Österreich für den Mittelstand zuständig. SAP und Mittelstand, wie passt das zusammen? Ja, SAP und Mittelstand ergibt sich schon daraus, dass die SAP selbst ein mittelständisches Unternehmen ist in Österreich und der klassische österreichische Kunde ein mittelständischer ist. Mehr als die Hälfte unserer Kunden kommen aus dem Mittelstand und es werden von Monat zu Monat mehr. Was bringt denn nun eine integrierte SAP-Softwarelösung einem Unternehmen? Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene bringt es, dass jede Information im Unternehmen nur einmal vorhanden ist. Und diese Einmaligkeit aber von allen Seiten beleuchtet werden kann. Das heißt, der Vorstand und der Lagermitarbeiter sehen aus unterschiedlichen Perspektiven die gleichen Daten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen bei Konzernen, aber bei kleineren Unternehmen spielt das auch eine Rolle? Ja, das spielt bei jedem Unternehmen eine Rolle, weil auch ein kleines Unternehmen immer stärker international agiert und ein kleines Unternehmen unter dem gleichen Wettbewerbsdruck steht wie die großen und damit auch die gleichen oder vergleichbare Anforderungen an Software hat. Der oberösterreichische Stempelproduzent Trodat legte in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung hin. Waren es anfangs die traditionellen Exportmärkte Deutschland und Schweiz, so stempelt Trodat heute rund um den Globus. Und das nicht nur mit weltweiten Vertriebsniederlassungen, sondern sogar mit Produktionsstätten in Fernost und den USA. Und auch im internationalen Stempelgeschäft zählen Geschwindigkeit und Flexibilität. Stempeln sind ein sehr ausdifferenziertes Produkt in der Vielzahl der Farben, Formen, aber auch in den Sprachen. Also wenn man sich vorstellt, es gibt über 20 verschiedene Versionen in der Welt, wie man ein Datum schreiben kann, kann man sich vorstellen, was das bei den Datumstempeln heißt. Also konkret haben wir in etwa 4000 verschiedene Grundvarianten oder gibt es dann noch Farben dazu und bis zu dem hin, dass wir auch noch kundenindividuelle Wünsche erfüllen. Das ist eine der wesentlichen Änderungen in unserer Warenwirtschaft und in unserem Produktionssystem gewesen, eine kundenauftragsspezifische Fertigung. Das läuft bei uns unter einem Namen Trojet. Das heißt, wir haben früher zwischen 4 und 6 Wochen Lieferzeiten gehabt für unsere Kunden, die hauptsächlich Distributoren waren und sind in der Welt. Und inzwischen haben wir das reduzieren können auf eine Vorlaufzeit. Bis 3 Tage vor dem Ausliefertermin können die Aufträge noch verändert oder noch eingelastet werden. Also ist doch eine sehr erhebliche und dramatische Änderung und Verkürzung der Lieferzeiten. Wir hatten vorher ein stark von uns schon adaptiertes Standardprodukt, das im Zuge der SAP-Einführung abgelöst wurde. Wir haben das Wagnis, wenn man so will, genommen und haben diese vorhin erwähnte wesentliche Prozessumstellung gleichzeitig mit der SAP-Einführung in Angriff genommen. Die Entscheidung für eine SAP-Softwarelösung wurde bei Trodat sorgfältig abgewogen. Internationalität und Investitionssicherheit sprachen letztendlich für SAP. Also einerseits sicherlich ein integriertes System, international einsetzbar, in jedem Land, überall vertreten. Und natürlich auch ein wesentlicher Punkt war die Investitionssicherheit. Es ist doch erhebliche Investitionensumme, die man hier trifft. Nicht nur an Investitionen im engeren Sinn, sondern natürlich auch der ganze Einführungsaufwand. Und da ist das Thema Investitionsschutz, dann auch Sicherheit und Anpassbarkeit letztendlich ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Insgesamt müssen die Prozess und Software zusammenspielen. Es nützt einem die Software nicht, es nützt einem der Prozess nicht, wenn er nicht abgebildet werden kann. Das muss zusammenpassen und in Summe macht es einen ganz sicher schneller. SAP-Lösungen sind Standard-Software-Lösungen. Was versteht man unter einer Standard-Software-Lösung? SAP hat vor mehr als 30 Jahren, 1972, mit Standard-Software begonnen. Wir sind sozusagen der Erfinder von Standard-Software. Und das bedeutet, dass wir Software
machen, die sich an Standards einerseits gesetzlicher Natur, zum Beispiel im Rechnungswesen oder Lohnverrechnung orientiert, aber auch andererseits die Standards der Industrien mit beinhaltet. Bleiben wir ganz kurz bei den Industrien. Jede Branche hat für sich gewisse Ansprüche. Wie löst das die SAP? Wir lösen das dadurch, dass wir Partner mit Branchen-Know-how mit einbinden und diese Partner Branchenlösungen auf den Markt bringen und bei Kunden implementieren. Das heißt, das Know-how der Partner, die Verfeinerung der Software in dieser Branche sind der Mehrwert dieser Lösungen. Standardisierung war für den heimischen Lackhersteller Tiger das wesentliche Entscheidungskriterium, ein neues ERP-System anzuschaffen. Was 1934 mit einer kleinen Farben- und Lackproduktion begann, entwickelte sich zu einer österreichischen Erfolgsstory. Tiger zählt heute zu den weltweit führenden Pulverlackproduzenten, wenngleich man den Tiger hierzulande eher aus Baumärkten kennt. Das, wofür man Tiger kennt in Österreich, den Tiger mit dem Pinsel, also dem Heimwerkerprodukten, hat ausschließlich in Österreich Relevanz. Das Hauptgeschäft ist also, wie gesagt, der Pulverlack. Das Tiger-Management erkannte schon sehr früh die Notwendigkeit eines integrierten Systems. Die speziell entwickelte und über viele Jahre verfeinerte Softwarelösung passte für den Welser Standort zwar perfekt, mit der internationalen Expansion konnte die Lösung aber nicht mehr Schritt halten. Bei Tiger kommt eine besondere Herausforderung für den Mittelstand dazu, dass wir sehr global aufgestellt sind. Wir haben an 7 Standorten der Welt Fertigungen. Eine in Österreich hier, die den europäischen Markt versorgt, 3 in den USA, eine in Kanada, eine in China und eine in Vietnam. Und um das Rad nicht an all diesen Stellen immer wieder neu zu erfinden, ist eine Vernetzung auch von enormer Bedeutung und eine enorme Transparenz, was Prozesse betrifft, Prozesseinstellungen, Prozesssicherheit, Rohstoffe, die verwendet werden, Austausch von Rezepturen. All diese Parameter laufen dann zusammen, um unsere Leistungen so kostengünstig als möglich zu erstellen. Wir sind dann vor 3 Jahren in ein Projekt gegangen, wo wir evaluiert haben, die Total Cost of Ownership für ein ERP-System für einen Zeitraum von 10 Jahren und haben verglichen unser iOS-System zu standardisierten Lösungen, SAP, Bahn, wie auch immer. Und da hat sich ganz klar herausgestellt, dass eine standardisierte Lösung uns schon nach 3-4 Jahren weniger kostet und im Endergebnis die Entscheidung ganz klar für eine standardisierte Lösung ausgefallen ist. Viele unserer mittelständischen Kunden, und das ist eigentlich etwas, was künftig noch viel stärker passieren wird, gehen in den Osten, gehen nach Asien und wo immer sie hingehen, SAP hat schon die Lösung für diese Länder. Ein gutes Beispiel dafür ist die Firma Tiger, die zum Beispiel in Vietnam produzieren und SAP hat schon eine Lösung für den vietnamesischen Markt und das ist automatisch in der Software für den Kunden enthalten. In der Auswahlphase dann für die standardisierte Lösung, muss man sagen, hat sich SAP eigentlich relativ schnell leider aus unserer Sicht als einziger Kandidat herauskristallisiert. Leider deshalb, weil es immer gut ist, wenn man 2-3 Alternativen zum Vergleich hat. Und man muss auch sagen, dieses Support-Netzwerk, das uns SAP anbieten und versprechen konnte, konnte uns kein anderer Partner anbieten. Und das ist für uns schlichtweg entscheidend. Wenn wir in China ein Problem haben, 6 Stunden Zeitverschiebung, eine andere Sprache, kann SAP uns das anbieten. Wir sind 1 Stunde von Shanghai entfernt. Und das wäre für uns ein ganz entscheidender Faktor. Diese Vernetzung jetzt immer intern in den Prozessen und dann auch territorial die Welt umspannend, macht einfach ein ERP-System für uns heute zu einem Schlüsselfaktor für den Erfolg. Das muss man ganz klar sagen. Wer rasch liefern kann, vor allem in dieser hohen Variantenvielzahl, ist letztendlich dann auch am Markt schneller und der Konkurrenz seine die berühmte Nasenspitze voraus.